Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge hieß es ja, dass ich mich mit Evelie irgendwo rumtreiben soll. Ich weiß schon gar nicht mehr wo. Und die hat sich von hinten angeschlichen und möchte mir die neue Quest geben. Da werden wir doch direkt mal hingehen. Wir sind übrigens immer noch in Dunkelforst, nebenbei bemerkt. Alles klar, ihr habt Lovidicus gehört. Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Während die Ratsmitglieder hier bleiben und darauf warten, dass der Schreiber auftaucht, müssen wir herausfinden, was eure Freunde von der dunklen Bruderschaft wirklich vorhaben. Zeigt mir diesen Brief, den ihr in Gideon gefunden habt. Hier, das sind Befehle einer Matrone der dunklen Bruderschaft. Sie wollen in der Gegend eine Freistatt errichten. Ja, das sind auf jeden Fall Befehle. Die Blutstromhöhle wird erwähnt. Sie liegt nordöstlich von Leyawin am Rand von Dunkelforst. Nun, wie die Weber immer sagen, der beste Weg, um herauszufinden, was auf der Lichtung vor sich geht, ist, auf sie hinauszutreten. Der Brief deutet darauf hin, dass der Eingang der Freistatt tief in einer Höhle liegt. Natürlich. Es ist auch wirklich gar nichts mehr einfach, seit ich dieses sonderbare Buch gefunden und damit begonnen habe, Leowigs Geheimnis nachzuspüren. Nun, seid ihr immer noch daran interessiert, das Geheimnis der Ambitionen zu lüften? Werdet ihr mit mir in die Blutstromhöhle kommen? Ich werde mit euch zur Blutstromhöhle reisen, um der Freistatt nachzuspüren. Trefft mich an der Blutstromhöhle. Trotz all eurer Versicherungen müssen wir ohne jeden Zweifel feststellen, ob die dunkle Bruderschaft hinter den Morden steckt oder nicht. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich euch trauen kann. Ihr gehört zu den Assassinen, und das habt ihr mir gerade eben erst gesagt. Ich habe der dunklen Bruderschaft an der Goldküste geholfen und sie haben mich bei sich aufgenommen. In Ordnung. Doch warum habt ihr das vor mir geheim gehalten? Wir haben die ganze Zeit versucht, die Morde an den Ratsmitgliedern zu verhindern. Aber es mussten erst 4 Leute sterben, bevor ihr beschließt, eure Verbindung zu den Mördern zu erwähnen. Oh, entschuldigt. Zu den möglichen Mördern. Evelie, ihr kennt mich. Wir haben gut in Osinium zusammengearbeitet. Alles andere spielt keine Rolle. Ja, das ist wohl so. Na schön. Ich werde euer Geheimnis bewahren. Doch falls die dunkle Bruderschaft doch in diese Sache verstrickt sein sollte und ihr mich angelogen habt, nun, gehen wir einfach davon aus, dass das nicht passiert. Ich hoffe nur, dass ich auf dem Weg nicht noch einen Wachtraum habe. Wachträume? Erinnert ihr euch noch, wie wir in der Feste Blaublut diese Dienstbotin fanden? Da hatte ich eine Vision von einer schattenhaften Gestalt. Ein Kultist mit Robe und Kapuze. Vom Orden der erwachenden Flamme, schätze ich. Die Vision war kurz, aber heftig. Gleich wieder vorbei. Doch diese Gestalt fühlte sich böse an. Und ihr glaubt, diese Träume und Visionen stehen mit dem Buch in Verbindung, das ihr gefunden habt? Was könnte es sonst sein? Es ist in einer unbekannten Sprache verfasst. Wahrscheinlich Dädrisch. Lupus hat mich entsandt, um es zu finden. Also muss es wichtig sein. Die letzte Vision war eine Warnung bezüglich der Kultisten. Ich darf sie nicht an das Buch herankommen lassen. Ich werde es behalten. Komme, was wolle. Okay, Evelie weiß Bescheid. Ich treffe euch in der Blutstromhöhle. Ja, oh, wir müssen das noch mit ist dem die richtige Wahl, Lovidicus. Wir werden erst sicher sein, wenn die dunkle Bruderschaft aus Dunkelforst vertrieben ist. Die Blutstromhöhle ist ein gefährlicher Ort. Ob die dunkle Bruderschaft nun dort ist oder nicht. Ihr und Evelie solltet stets auf der Hut sein. Passt aufeinander auf. Ich möchte keine so wertvollen Agenten verlieren wie euch. Jetzt sind wir schon Agenten. Frischt meine Erinnerung auf, womit wir es hier zu tun haben. Nein! Evelie hat von einer Bedrohung für die ehemaligen Mitglieder des kaiserlichen Ältestenrats gehört, einschließlich Ratsherr Lovidicus. Die Bedrohung scheint mit einem Geheimnis der Langhauskaiser in Verbindung zu stehen. Einem Geheimnis, bei dem es um etwas geht, was man die 4 Ambitionen nennt. Was sind die 4 Ambitionen? Wir wissen es nicht wirklich. Wir haben nach einem kaiserlichen Schreiber geschickt, der die verschlüsselten Dokumente entziffern kann, die ihr uns gebracht habt. Aber er ist noch nicht eingetroffen. In der Zwischenzeit tun wir alles, was wir können, um die Ratsmitglieder vor den Assassinen der dunklen Bruderschaft zu schützen. Okay, wir stellen uns mal so dumm, wie uns das Spiel offenbar hält. Und sind die Ratsmitglieder in Sicherheit? Lovidicus, Valeria und Vandasia sind sicher im Kastell Leyawin untergebracht. Leider konnten wir Jirich, Sophus und Arbor nicht retten.
Ihr habt die Visitenkarte der Dunklen Bruderschaft an jedem Tatort gefunden. Doch der Assassine, den ihr getroffen habt, hat behauptet, niemanden getötet zu haben. Und glaubt ihr ihm? Assassinen sind nicht die verlässlichste Informationsquelle. Doch das ist einer der Gründe, warum wir euch zu einer Untersuchung in ihre Freistatt schicken. Viel Glück, Söldnerin. Wir zählen alle auf euch. Mhm. Aber offenbar glaubt keiner, dass ich von jetzt bis gleich behalten kann, worum es eigentlich in dieser Story geht. Ja, vielen Dank auch. So, wir sind jetzt am Zielort. Oder sollten es zumindest sein. Ich muss mal eben schauen. Das müsste hier unten sein. Und zwar bin ich jetzt hier oben in der Nähe vom Wegschrein von Blutstrom. Und hier müsste theoretischerweise... Ah ja, da hinten wird schon eingezeichnet. Hier ist dann auch die entsprechende Quest zu der Höhle selber. Die machen wir jetzt heute nicht. Oh je, okay. Wir müssen... Achso, erstmal mit Evelie sprechen. Sehr gut. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich wollte nicht wirklich ohne euch tiefer hineingehen. Das ist also die Blutstromhöhle, was? Gruselig. Geht ihr vor, ich komme nach. Stellt sicher, dass uns nichts zu überfallen versucht. Ich hole euch weiter drinnen ein. Wie sollen wir die Freistatt der Dunklen Bruderschaft finden? Überprüft den Brief, den ihr gefunden habt. Darin stand etwas über eine Tür tiefer in der Höhle. Und es gab eine seltsame Stelle darüber, dass der Tod der Schlüssel ist. Was auch immer das heißt. Macht schon, ich komme gleich nach. Ja, das ist doch logisch. Ich muss mich selber umbringen, damit ich durch die Tür gehen kann. Okay, also, das sieht mir nach mehreren Ebenen aus. Aber wenn ich mich links halte, müsste ich theoretisch zumindest die Himmelsscherbe noch nehmen können. Und dann über die Mitte am Boss vorbei hier unten rein. Versuchen wir nochmal. Basti, komm mit. Bei Fuß. Ich freue mich so darauf, wenn wir Funke holen können. Das sind tote Assassinen, oder wie sehe ich das jetzt hier? So, jetzt müssen wir mal schauen. Das sieht mir nämlich nicht danach... Ah, doch, hier geht's weiter. Ich wollte gerade sagen, es sieht mir nicht danach aus, als ob man hier irgendwo was holen kann. Das heißt, wir müssen vermutlich jetzt hier runter. Ja. Und da rein. Wo uns natürlich die ersten... Ne, Moment, da müssen wir nicht rein. Hier müssen wir rein. So, ich laufe jetzt extra mal nicht so schnell, weil ich mal ein bisschen Ausdauer noch aussparen will. Damit wir hier an den ganzen Sachen ein bisschen schneller vorbei können. Dieser Ort ist riesig. Keine Spur von der dunklen Bruderschaft. Nur eine Menge gruseliger Untoter. Es ist schon ein bisschen seltsam hier. Das ist nicht der Boss. Der Boss ist unten, soweit ich weiß. Der ist auch gerade da, also nehmen wir den natürlich auch direkt mit. Basti, komm. Ihr werdet mich nicht aufhalten. Sie gehören mir und ich kontrolliere sie. Basti, du bist ein Tank. Kannst du dich mal als Tank benehmen? Na, jetzt. Ach, ich hasse diesen Rückstoß. Der ist wieder mal unangreifbar. So, jetzt mal. So. Tagebuch eines Nekromanten. Wenn das mal hier weggehen würde, könnt ihr euch natürlich auch gerne durchlesen. So, den haben wir schon mal gemacht. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt... Achso, da kommen wir hoch, okay.
hier ist noch eine Truhe. Die nehmen wir natürlich gerne mit, sofern wir können. Die ist nämlich meisterhaft und ich habe immer noch nicht den One-Shot. Oh, okay. War jetzt ein bisschen nervenaufreibend hier. Na gut. So, wir müssen jetzt da erstmal geradeaus. Wobei hier noch ein Tumor. Ich habe es jetzt gerade nicht gelesen. Entschuldigt bitte. Tumor Max Sachs Tagebuch ist. Ich kann es nicht aussprechen. Wieso ist der Boss nicht weiß? Doch jetzt ist er weiß. Okay. Kommt da gleich jemand? Das ist wieder so diese Tür. Wo die mir immer auflauern von der anderen Seite aus. Aber diesmal nicht. Überall hier diese Köpfe von der dunklen Bruderschaft. Ist das ein Rätsel? Das sieht vielversprechend aus. Reden wir. Machen wir. Diese gruselige schwarze Tür. Das muss der Eingang zur Freistadt der dunklen Bruderschaft sein. Ich bezweifle, dass man einfach nur den Knauf drehen muss, denn diese Tür hat ja nicht mal einen. Lasst mich nochmal diesen Brief sehen, den ihr gefunden habt. Stand darin nicht etwas über einen Schlüssel? Bitte sehr. Ausgeräumt, immense Gefahren, langer Weg, säubern. Ah, da ist es. Und denkt daran, der Tod, mein Bruder, das ist der Schlüssel. Der Tod, mein Bruder, ist das eine Antwort? Man braucht eine Parole, um die schwarze Tür zu öffnen. Und das hier klingt auf jeden Fall nach einer. Hab ich doch gerade gesagt. Ihr kennt euch wirklich gut mit der dunklen Bruderschaft aus. Das wäre echt hilfreich gewesen, wenn ihr das nur eine ganze Weile früher erwähnt hättet. In Ordnung, Assassine. Nenne ich euch denn jetzt so? Wenn ihr so schlau seid, dann geht los und macht die Tür auf. Ich werde warten. Macht nur. Seht nach, ob diese Parole die gruselige schwarze Tür öffnet. Hoffnung. Die Antwort ist immer Hoffnung. Aber hier ist es der Tod, mein Bruder. Sucht ihr immer noch nach eurem Mörder? Oh, hi. Ihr seid an den falschen Ort gekommen, meine Freunde. Neben jeder Leiche lag eine schwarze Hand. Muss ich mich wiederholen? Ihr wurdet getäuscht. Und der dunklen Bruderschaft wurde die Schuld zugeschoben. Wir können doch nicht jetzt einfach hier einen Dialog einbauen, wenn ich gerade kurz einen Schluck Kaffee getrunken habe. Sprecht mit dem Assassinen. Ich behalte die anderen im Auge. Mach das, Evely. Hatten wir diese Unterhaltung nicht schon, Schwester? Sagt eurer kleinen Waldelfenfreundin, dass wir nicht ihr Feind sind. Und geht die echten Mörder finden. Ihr wisst, dass die dunkle Bruderschaft nicht schüchtern ist. Wenn das unser Tun wäre, würden wir es stolz zugeben. Wir brauchen Antworten, Elam. Ich hätte auch gern welche. Ich bin neugierig herauszufinden, wer die Dreistigkeit besitzt, der dunklen Bruderschaft etwas anhängen zu wollen. Und auch noch recht erfolgreich, wie ich anmerken möchte. Das ist keine kleine Leistung. Wer immer es ist ihm gelungen, uns alle zu überlisten. Richtig gerissen. Habt ihr irgendwelche Hinweise? Nichts Greifbares. Ihr beiden seid die engste Verbindung, die wir zu diesem unbekannten Feind haben. Oha. Wer es auch sein mag. Da ihr nun hier seid, können wir vielleicht... Was? Gebt acht! Was nun? Kultisten greifen an. Schnell! Sichert die Freistadt! Das ist der Orden der erwachenden Flamme. Was machen sie hier? Kommt schon, wir müssen herausfinden, was hier los ist. Und wir müssen Elam, hieß er, glaube ich, helfen. Komm schon. Das kann kein Zufall sein. Sind uns die Kultisten der erwachenden Flamme hierher gefolgt? Jetzt weiß ich, warum ich meine Ausdauer gespart habe. Ich will direkt zum Endboss. Wo ist der? Er forscht die Freistadt. Nee, oder? Alter. Das zählt jetzt nicht, wenn ich nicht mit denen gekämpft habe, oder was? Ich weiß nicht.
steht aber auch unter erforscht die Freistadt. Da müsste ich aber eigentlich in die andere Richtung gehen. Warum sollte ich in die Richtung gehen, aus der ich gerade komme? Hä? Ich bin verwirrt. Moment. Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Schließ die Portale! Warnt den Hohepriester! Wieso darf ich euch nicht angreifen? So, in Ordnung. Was hatten wir gerade besprochen, als wir so rüde unterbrochen wurden? Ich nehme an, dass dies eure Herrin in Leia Wien zufriedenstellen wird, oder? Die dunkle Bruderschaft ist nicht euer Gegner. Der Orden der erwachenden Flamme ist in unsere Freistadt eingedrungen und hat meine Brüder und Schwestern ermordet. Ich kann sie damit nicht davonkommen lassen. Warum sollten Kultisten die Freistadt angreifen? Mir kommt es so vor, als wollten die Kultisten nicht, dass ihr euch mit mir unterhaltet. Sie wollten nicht, dass ihr hört, wie ich zum 100. Mal erzähle, dass die dunkle Bruderschaft diese Ratsmitglieder nicht getötet hat. Wenn ihr mich fragt, dann sind das eure Mörder. Der Orden der erwachenden Flamme. Die Kultisten scheinen tatsächlich hinter demselben Ding her zu sein, nach dem Evely und ich suchen. Gelegenheit und Motiv. Passt auf, ich mag darüber nicht viel wissen. Und das will ich auch gar nicht. Doch was ich will ist, durch dieses Portal zu treten und ihrem Hohepriester meinen Dolch in die Kehle rammen. Habt ihr Lust mitzukommen? Klar. Ich werde euch durch das Portal gehen. Ich werde mit euch durch das Portal gehen. Gut. Nun werdet ihr sehen, wie ein Assassine von der dunklen Bruderschaft mit unsanktionierten Zielen umgeht. Und bitte beachtet, dass ich unterwegs keine Notizen oder Flugblätter fallen lasse. Kommt schon. Gehen wir, bevor das Portal sich schließt. Bleibt bei dem Assassinen. Ich setze Hauptmann Rian und Ratsherr Lovidicus über die Kultisten in Kenntnis. Okay, mach das, Evely. Eine eileidische Ruine. Nicht das schlechteste sieht aus, als ließe ich nicht als einziger wichtige Papiere herumliegen. Lies es doch bitte einmal, wenn es euch nichts ausmacht. Wieso, kannst du nicht lesen? Befehle des Hohepriesters. Die Waldelfenbogenschützin, oha, ist seit der Schwarzdrachenvilla ein Problem. Sie und ihre Freunde kommen Leowigs Geheimnis eindeutig zu nahe. Und sie kommen weiterhin unseren Bemühungen in die Quere, die vier Ambitionen in unsere Gewalt zu bringen. Sie auf die Fährte der dunklen Bruderschaft zu setzen, hat eine Weile funktioniert. So konnten wir uns Zeit erkaufen. Bringen wir die Sache zu Ende. Als euer Hohepriester befehle ich euch, ihnen zur Freistadt der dunklen Bruderschaft zu folgen. Bemächtigt euch des Verstecks, das Leowig in den Ruinen hinterließ, und tötet sie alle. Meuchelmörder und Leavin-Söldner gleichermaßen. Und wenn ihr die Waldelfin erledigt habt, sieht nach, ob sie das heilige Buch noch bei sich hat. Ich will diesen Folianten. Ihr Hohepriester hatte ihnen tatsächlich befohlen, uns zu töten. Ja, sieht so aus, ne? Es fühlt sich auf jeden Fall nach dädrischen Kultisten für mich an. Sehen wir uns um und versuchen wir, ihren Hohepriester zu finden. Ich würde ihm wirklich gern die Zunge lockern, bevor ich sie ihm herausschneide. Na gut, ihren Hohepriester. Ich denke mal, dass der am Ende von jener Seite sein wird. Also sprich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Ach, da sind natürlich wieder nur Befehle oder sowas, ne? Na ja, klar. So nicht, mein Freund, so nicht. Okay, keine Befehle. Eine passable Annäherung an unsere Visitenkarte, aber dieser ganze Haufen ist offensichtlich eine Fälschung. Ja, das sieht so aus, ja. Dann hat also der Orden der wachenden Flamme eure Ratsmitglieder getötet und die Tat der dunklen Bruderschaft untergeschoben. Anschließend hat sein Hohepriester seine Anhänger entsandt, um uns zu töten. Wollt ihr mich darüber aufklären, worum es hier eigentlich geht? Ich dachte, er wollte nichts darüber hören. Wir glauben, dass die Morde etwas mit einem Geheimnis der Langhauskaiser zu tun haben. All dieses Aufhebens wegen eines alten kaiserlichen Geheimnisses? Fassen wir noch einmal zusammen, was wir erfahren haben. Der Hohepriester des Ordens der Erwachenden Flamme schickt Kultisten zur Freistadt, um sowohl meine Assassinen der dunklen Bruderschaft
als auch euch und die Waldelfin auszuschalten. Und diese schwarzen Handabdrücke beweisen, dass sie versucht haben, euch die Morde unterzuschieben. Offenkundig lässt der Kult euch von jemandem beobachten. Sie wussten genau, wann sie angreifen müssen und waren sich sehr sicher, dass wir alle in der Freistadt sein würden. Außerdem hatten sie es auf ein dort verborgenes Versteck abgesehen. Also wer sind diese Kultisten? Und wie sehr vertraut ihr euren Herren in Leyawin? Wollt ihr damit andeuten, der Kult von Merunes Dagon hat Spione im Kastell Leyawin? Ich deute gar nichts an. Ich folge nur den Hinweisen. Wenn die Kultisten Dagonisten sind, ist ihr Hohepriester vermutlich ein echter Fanatiker. Dieses Geheimnis muss ziemlich wichtig sein. Und wahrscheinlich geht es um Tod und Zerstörung. Suchen wir weiter. Gute Idee. Wollen wir mal sehen, ob uns etwas von tiefer in den Ruinen die Identität des Hohepriesters dieses Kults verrät. Wenn ihr herausfindet, wer er ist, erfahrt ihr vielleicht auch mehr über dieses Geheimnis, als ihr euch vorstellen könnt. Oh, habt ihr immer noch das Amulett? Es könnte sich als nützlich erweisen. Warum seid ihr so sehr daran interessiert, herauszufinden, wer ihr Hohepriester ist? Weil ich ihm etwas dafür schulde, den guten Ruf der dunklen Bruderschaft beschmutzt und den Tod meiner Brüder und Schwestern befohlen zu haben. Und weil ich jetzt neugierig bin. Das ist wie ein Jucken, bei dem man sich unbedingt kratzen muss. Immer wenn einer sowas sagt, da fängt es doch wirklich tatsächlich an, bei einem zu jucken. Wisst ihr irgendwas über das Versteck, das in den Befehlen des Hohepriesters erwähnt wurde? Nein. Die Befehle deuteten an, dass es in der Freistadt angelegt wurde, nachdem wir sie zum ersten Mal aufgegeben hatten. Wir hatten diesen Ort noch nicht wieder voll geöffnet und waren nicht auf irgendwelche Verstecke gestoßen. Noch ein Rätsel, denke ich. Suchen wir weiter. Na gut, dann nehmen wir jetzt die Seitentür. Gut, dass wir von dieser Seite aus kamen. Nee, es ist keine Seitentür. Wir müssen nach unten, oder? Was steht da? Tiefer, genau. Wie komme ich denn? Achso, hinten wäre die Treppe gewesen. Ich glaube, das wäre auch ganz gut, weil wenn ich da runterspringe, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überlebe. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Ich denke schon, aber es ist doch sicherer, glaube ich, wenn wir da runterlaufen. Also wenn wir da nicht direkt an der Nase von Kultisten natürlich vorbeilaufen. Geradeaus ist eine Tür. Kann ich da durch? Gut. Seid ihr bei mir? Sehr schön. Habt ihr gut gemacht. So, geradeaus, rechts und wieder rechts. Okay. Rechts und irgendwo hier wieder rechts. Zack. Wenn ich euch nicht sehe, seht ihr mich auch nicht. Und hier sollte eigentlich was sein. Oh, hinten ist aber was. Hier drüben. Stimmen. Wir haben es nicht geschafft, alle Assassinen zu töten. Und die Waldelfin und die Söldnerin leben noch. Ja, der Hohepriester wird darüber nicht erfreut sein. Aber wir haben geborgen, was in der alten Freistadt versteckt war. Mit den neuen Informationen sollte der Hohepriester feststellen können, wo die erste Ambition versteckt ist. Das stimmt. Und wir werden bald den Aufenthaltsort einer weiteren Ambition kennen. Als ein kaiserlicher Ratsherr unter vielen hält sich der Hohepriester gut verborgen. Na, das ist mal was Neues. Was denkt ihr? Also ich denke, ich bin mir nicht sicher, aber diese Stimme, ich denke, das ist diese Khajiit, die eben noch mit mir da in diesem Thronsaal oder was das ist gestanden hat. Manchmal bringt das reine Zuhören die Antworten, die man sucht. Es scheint, dass ihr Hohepriester eigentlich einer der Ratsherren ist. Das erklärt, warum er all eure Schritte kannte. Und sie haben gefunden, wonach auch immer sie in der Freistadt suchten. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe euch ja, ich glaube, in der letzten Folge schon gesagt, ich habe ein verdammt komisches Gefühl bei diesem einen Typen. Der auch immer so, ja, ich brauche meine Bodyguards nicht und so, ne? Ich wette fast, dass er das wirklich ist. Genau, es klingt, als ob sie wissen würden, wo man eine weitere der Ambitionen finden kann. Aus Leowigs Geheimnis. Ich würde lieber nicht mehr über dieses verdammte Geheimnis wissen. Es ist verflucht. Doch habt ihr gesehen, wie sie dieses Portal geöffnet haben?
Sie haben Ihr Amulett an dem Podest verwendet. Habt ihr noch das Amulett, das wir gefunden haben? Lasst uns noch ein Podest finden und dann versuchen wir, ihnen zu folgen. Okay, machen wir. Jetzt muss ich nur mal gucken. Hier müssen wir durch, ja. Was? Wer ist denn hier so am Lachen? Hä? Ihr verwirrt mich, Leute. Oder ist das da, wo wir jetzt hingehen? Seht euch weiter um. Wir müssen so ein Podest finden wie das, das die Kultisten benutzten. Aha, ich bin hier nur gerade ein bisschen... So, eins finden. Moment, hier vielleicht ist eine Sackgasse. Dieses Podest sieht vielversprechend aus. Lasst uns reden, bevor ihr versucht, ein Portal zu öffnen. Es könnte klappen, es könnte nicht klappen. Wir könnten ein Portal öffnen, das uns direkt zu den Kultisten bringt. Oder wir könnten eines in eine finstere und tödliche Ecke des Reichs des Vergessens öffnen. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Also, seid ihr bereit, es mit etwas Wagemutigem zu versuchen? Ich bin bereit. Was würdet ihr vorschlagen? Es sah für mich so aus, als hätte der Kultist sein Amulett bei dem Podest verwendet, um ein Portal zu öffnen. Seht euch das Podest an und überprüft, ob es eine Stelle gibt, in die sich das Amulett einpassen lässt. Diese Narren von den Dagonisten meinen, sie hätten uns übertölpelt. Beweisen wir ihnen das Gegenteil. Ja, es geht ihm aber nur um seine kleine Rache hier, ne? Aber gut, ich kann's verstehen. Nun, wir haben ein Portal. Jetzt müssen wir herausfinden, ob es eine gute oder eine schlechte Idee ist. Geh schon mal vor. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.